Wenn du meine YouTube-Videos kennst, dann weißt du ja auch vielleicht, dass ich sehr so auf Grundlagenarbeit stehe. Also man kann alles Mögliche üben, aber ich bin halt der Meinung, wenn man an den Fundamenten arbeitet, das ist Rhythmus, wirklich ein solides Rhythmusgefühl, die verschiedenen rhythmischen Unterteilungen beherrscht. Wenn man weiß, welche Tonleitern man spielt, wo man die auf dem Griffbrett findet, mit welchen Übungen man sich die technische Freiheit erarbeitet, um dann halt frei zu improvisieren und so weiter, ne? Dass man die macht. Dass das alles mehr mein Ding ist, als jetzt zum Beispiel Layla Note für Note nachzuspielen. Was man auch machen kann, überhaupt kein Problem, weil man lernt unglaublich viel, gerade wenn man die Songs liebt und mag und sowieso schon kennt sein Leben lang oder so, ne, und mag und die dann lernt und weiß, wo das ist, da lernt man unglaublich viel davon. Aber manche denken ja auch, wenn sie Zugang zu den Tabs haben, dann haben sie alles, was sie brauchen, um Musik zu machen. Und das wäre ja so ungefähr wie, na, wenn ich Noten lesen kann, dann kann ich ja alles auf dem Klavier spielen, weil ich brauche ja nur die Noten abspielen, die da stehen. Und so einfach ist es ja dann doch nicht. Nee, Vor allem dann, wenn es um Improvisation geht, wenn du das selber noch erzeugen musst. Ich meine, man kann schon viel durch einfach abspielen, aber ob man dann immer mit der richtigen Technik oder warum klingt das nicht so wie bei dem, das ist halt nochmal eine andere Geschichte. Ne? Also es ist trotzdem beim Lernen eine Mischung. Man muss schon ein paar Songs kennen und können, die man einfach so lernt. Einfach, weil man die nachspielt und du weißt ja, wenn jetzt ein Kind was lernt oder so, das weiß ja am Anfang auch gar nichts, wenn es auf die Welt kommt und es nimmt erstmal alles so hin und später sagt man dann, naja, guck mal, die Grammatik im Deutschen funktioniert so, an der einen Stelle hast du es falsch gesagt oder so. Ne? Also das vermischt sich dann sozusagen und deshalb bin ich nicht komplett gegen das Songs lernen, überhaupt nicht, weil seine Lieblingslieder, die soll man schon lernen, aber weil du gerade sagst, du verstehst nicht alles, was da im Blues geschieht. Manches ist halt auch nicht so super logisch aufgebaut, wie es ist ja nicht, die Musik ist ja auch nicht wie so eine Wissenschaft entstanden, dass man gesagt hat, wir nennen das jetzt so und dann kommt das, sondern irgendwann hatte Künstler einfach was gemacht und wenn das genug Künstler nachgemacht haben, dann hat man denen manchmal einen Namen gegeben oder so. Deshalb, also man kann auch manchmal einfach irgendeinen Bluesriff lernen, auch wenn man nicht weiß, warum die jetzt die Töne verwenden und manchmal erschließt sich das einem halt auch später, aber. Das ist ja der Grund, warum du Unterricht nehmen wolltest, wahrscheinlich, weil dann jemand sagen kann, guck mal, der macht die Note in Bass, weil das ist der und der Ton oder aus der und der Tonleiter, ne? Okay, wenn wir bei Grundlagen sind, das Erste, was ich gern mit dir machen würde, einfach weil ich es gehört habe, als du mir vorgespielt hast, wäre halt wirklich Rhythmus. Weil die Sache ist, wenn dein Rhythmus sicher ist, dann klingt alles, was du spielst, erstmal viel besser, weil es in Timing ist, weil die Leute dann sich dazu bewegen wollen. Ja? Und wenn du nicht mehr so stark über den Rhythmus nachdenken musst, dann befreit das sozusagen deine CPU oder deinen Arbeitsspeicher im Gehirn, weil das läuft dann von selbst und du verkrampfst dann auch nicht so schnell. Weil wenn du manchmal, oh, wie geht dieser Rhythmus, also selbst wenn du das nicht bewusst so denkst oder so, hier zwei schnelle Noten, dann kommt so eine langsame und so, wenn das so ungefähr ist und du bist dir unsicher, dann verkrampft der Körper so ein bisschen, ach ja, jetzt kam ja das und so, immer so Start, Stopp, wie wenn jemand so unsicher ist beim Tanzen, dann so stehen bleibt und sich gar nicht flüssig bewegt, weil er nicht weiß, wann welcher Fuß kommt. Und jemand, der schon lange tanzt, der lässt einfach den Körper locker überall, weißt du? So ist es auch auf der Gitarre. Deshalb würde ich gern mal, dass du mir das nochmal am Anfang vorspielst. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein, nicht so der Fingerpicking-Typ. Aber wenn du jetzt irgendwie sowas wie, was kenne ich? Egal, was du jetzt spielst, aber dass du das mal zu einem Metronom machst, dass wir erstmal gucken, kannst du dich synchronisieren mit diesem Ding? Ich mach das mal an. D4, ich will. Dass du mir das einfach mal. Hast du ein Metronom da irgendwie? Super, dann wäre das mal gut. Musst jetzt nicht dieses Tempo machen, spiel das, was du vorhin gespielt hast. Das kannst du ja auch so einstellen. Kannst ja nochmal. Ich würde so vorgehen an der Stelle. Du spielst nochmal kurz, was du mir vorhin. Du hast ja mir irgend sowas mit so einem Bass vorgespielt am Anfang, so ein Fingerpicking-Ding. Das spielst du kurz an, um das Tempo zu nehmen. Dann klickst du das auf deinem Metronom ein. Und dann versuchst du dazu mitzuspielen. Einfach nur mal als Check, ob du das Tempo halten kannst zum Metronom. Also spiel das, was du vorhin gespielt hast, ne? Okay. Mach mal, das ist so ungefähr wie gerade eben, 110, 115, irgendwas. Stell das mal ein auf dein Metronom und spiel mir dazu mit. Super. Also sozusagen Stufe 1 klappt super, ne?
So, du bist einmal kurz, du merkst, das Metronom ist halt gnadenlos, wenn du drüber nachdenken musst, wie ging es denn weiter? Das macht ja konsequent weiter, aber so ist es auch in einer Band oder so, die Mitmusiker hören ja nicht auf zu spielen, weil du da gerade unsicher bist und so. Das würde ich dir als erstes empfehlen, dass du dir angewöhnst, alles, was du übst, auch zum Metronom mitzuspielen. So, wenn jetzt Stufe 1 funktioniert, super, dann können wir nämlich schon zu Stufe 2 gehen, dass wir sagen, ich mache jetzt mal, ich hatte eben so 112, was weiß ich, ich mache jetzt mal Tempo 56, was ungefähr die Hälfte ist. Und jetzt, also mach mal die Hälfte von dem Tempo, was du eben hast. Und ich mache das jetzt mit dem Riff vor, was ich gespielt habe. Das Metronom macht jetzt nur noch die Hälfte. Das heißt, den Rest muss ich mir vorstellen. Das Metronom macht Klick, Klick und eben hat es gemacht Klick, 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 Klick. Das ist der Rest, den ich jetzt denken muss. Wir haben jetzt paar Stützräder abgeschalten. Jetzt musst du noch besser das Timing halten. Jetzt musst du machen. Und das ist jetzt Level 2 sozusagen, dass du guckst, okay, ich stelle auf die Hälfte ein und spiele trotzdem im gleichen Groove dazu mit. Probier mal. Schon schwerer, oder? Bist nicht mehr drin. Fang nochmal an. Du kannst ruhig, fang mal an, dass du den Bass einfach nur machst und erstmal dich mit dem Metronom synchronisierst. Jetzt hängst du schon hinterher, merkst du? Ja. Du musst gar nicht zählen. Du musst dir, wichtig ist, dass du im Kopf, wenn du nur das hier hörst, trotzdem den Zwischenbeat mitdenkst. Klick, klack, klick, klack. Das muss in deiner inneren Uhr, muss weiterlaufen. Jetzt schwimmst du schon, ne? Ich denke nicht, dass es mit lauter Klicken zu tun hat, sondern das ist einfach, das ist ganz normal, das habe ich schon gehört, wo du zu dem normalen Metronom gespielt hast. Da war es gut. Ja? In der Musik ist es oft so, ich weiß nicht, ob es in anderen Bereichen auch so ist, aber ich sage jetzt, in der Musik ist es so, du trainierst und kommst bis zu einem gewissen Punkt und wenn du jetzt mit dem normalen Metronom weiter trainiert hättest, dann ist es manchmal, du denkst, na, ich bin doch gut, aber ich wäre irgendwie nicht besser. Und man muss jetzt das Level, das Anspruchslevel erhöhen und das haben wir gemacht, indem wir jetzt macht das Metronom noch so die Hälfte. Jetzt werden natürlich jede Unsicherheit, die ist jetzt auch doppelt so stark offensichtlich. Ja? Das ist aber nicht schlimm. Du spielst genauso gut wie vorhin. Aber es wird jetzt offensichtlicher. Aber das ist gut, weil jetzt kannst du noch besser an deinem Timing, an deinem Level arbeiten. Und dadurch wirst du dann wieder ein Stückchen besser. Und irgendwann wirst du das auch zu diesem halben Metronom gut hinkriegen. Und dann zeige ich dir noch drei andere Übungen, wie du das mit dem Metronom anders trainieren kannst. Weil man muss immer, ist ähnlich wie bei Gewichten, irgendwann wenn das Gewicht zu leicht ist und du kannst 100 Wiederholungen machen, ist es eigentlich Blödsinn, immer weiter mit 100 Wiederholungen zu machen, dann machst du stärkere Gewichte drauf sozusagen. Ja? Und genauso machen wir das, wir machen das Metronom komplizierter. Und das wäre jetzt das Erste, alles was du schon kannst, alles was du spielen kannst, jeden Song, jedes Riff, jede Tonleiter, kannst du jetzt einfach nochmal wiederholen in Ruhe. Erst bei machst du es so schnell, wie du es normalerweise spielen würdest. Und dann sagst du, jetzt stelle ich mal die Hälfte ein. Ah, und dann kannst du nämlich die Dinge, die du schon kannst, nochmal neu üben mit diesem neuen Metronom. So, aber das wär Schritt Nummer 1. Das können wir jetzt auch für deinen Übeplan oder was festhalten, dass du sagst, okay, ein Teil, das muss ja auch nicht lange sein, aber ein Teil meiner Übezeit nutze ich für Rhythmus, Rhythmik, alles, was damit zu tun hat, Timing und so weiter, Groove. Und das Coole ist, du kannst ja schon was spielen. Wenn jemand jetzt noch gar nicht spielen kann, dann ist es auch blöd, mit dem was mit dem Metronom erstmal zu üben. Aber so, weil dann kann er nur auf einem Ton irgendwie zum Metronom mitspielen oder Klatschübung machst du dann. Ne? Aber du hast schon eine Auswahl an Dingen, die du sowieso spielen kannst. Und das ist geil. Du kannst jetzt sagen, okay, nächstes Level, halbes Metronom. Okay? Auch zum Beispiel das, was du gerade gespielt hast. Okay, Metronom an. Okay, kann ich? Dann machst du die Hälfte. Und dann willst du natürlich auch genau. Du willst genau immer dann auf die Klicks kommen. Also du willst nicht so irgendwo dazwischen. Und im Idealfall, wenn du das ein bisschen geübt hast, aber du hast am Anfang das Riff nicht gleich hingekriegt oder dieses Lick, aber wenn du dann merkst, keine Ahnung, 15 Minuten, wie du das geübt hast, jetzt groovt es doch eigentlich, dann nimm dich auf. Du hast ja alles hier verkabelt an deinem Computer. Sagst, okay, jetzt mache ich Metronom am Computer an, stell dich auch so ein, dass es nur die Hälfte ist. Und dann kannst du nochmal genau hören, beziehungsweise selbst sehen, ob du mit dem Metronom-Klick zusammenkommst. Da würdest du unglaubliche schnell Fortschritte machen, wenn du das machst. Du übst das ein bisschen, dann nimmst du es auf, analysierst, ich bin immer ein bisschen vor dem Beat oder immer ein bisschen hinter dem Beat. Oder
da, wenn der Übergang zum B-Teil kommt, dann muss ich immer denken, da komme ich raus, das muss ich nochmal besser trainieren. Ne? Hey YouTube, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Alle Noten, alle Tabs und alle Backing-Tracks, die findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!